Alle Jahre wieder werden Leute am 1. April auf die Schippe genommen und sprichwörtlich in den April geschickt. Auch dieses Jahr haben sich Medienunternehmen und natürlich auch Spieleentwickler ein paar nette Sachen einfallen lassen, um ihre Fans auf den Arm zu nehmen. In diesem Video zeigen wir euch unsere Favoriten. YouTube führte 2015 die Möglichkeit ein, Videos in 360 Grad anzuschauen. Im diesjährigen April-Scherz stellen sie Snooper Vision vor. Ein kleiner Button am Videorand soll es dem Zuschauer ermöglichen, jedes Video zusammen mit dem Rapper Snoop Dogg in einem virtuellen Raum ansehen zu können. Snooper Vision befindet sich laut YouTube allerdings noch in der Beta und wird weit in der Zukunft erscheinen. Der genaue Release lässt sich aber nicht feststellen, da er sich bei jedem Refresh der Seite ändert. Der kleine Snoop Dogg-Button erscheint aber den ganzen Tag über bei jedem YouTube-Video. Das wird's be restless. Hone your craft. Blizzard hat dieses Jahr ein wahres Arsenal an April-Scherzen abgefeuert. Der netteste ist dabei wohl der Trailer zum Hearthstone-MMO. Ein Rollenspiel komplett in 3D, in welchem die Helden aus dem berühmten Sammelkartenspiel vorkommen. Das wäre doch mal was, oder? Play now at worldofwarcraft.com. Außerdem kündigte Blizzard den Fernsehsender Azeroth TV an, der rund um die Uhr mit Koch-, Trödel- und Styling-Sendungen aus der Welt von Warcraft berichten soll. Auch der Flugmeister in WoW soll durch eine Art Uber-Taxi-System ersetzt werden, in dem man einen Mitspieler auf einem Zweisitzer-Mount mitnehmen kann. Auch die Macher von Final Fantasy stellen ein Taxi-System vor, das allerdings im wirklichen Leben existieren soll: ChocoGo. Mit einer App kann man sich ein Chocobo bestellen, welches in Japan gezüchtet und speziell auf Ansprüche des modernen Lebens ausgerichtet wurde. So kann man sich die Farbe des Chocobos und die Musik während des Ritts aussuchen. Natürlich verfügt auch jedes Chocobo über gratis Wi-Fi. And so this is the first headset for actual reality. Google arbeitet an einer neuen Vorrichtung für Virtual Reality, dem Google Cardboard Plastic. Naja, obwohl das schon gar nicht mehr Virtual Reality ist, sondern einfach nur Reality. Das Stück Plastik wird nämlich schlicht und einfach vor das Gesicht geschnallt und dadurch ein stilechter Rahmen um das Sichtfeld des Benutzers erzeugt. Also die totale VR-Erfahrung in bester Grafik, 360-Grad-Sound und das auch noch komplett bewegungsgesteuert. Toll, oder? What's realer than real? Is equipped with a state-of-the-art miniaturized superconducting synchrotron. Ghostbusters-Fans, aufgepasst! Wenn ihr mit den neuen Darstellern der Filmfortsetzung nicht zufrieden seid, dann versucht euch doch mal selbst als Geisterjäger. Sony entwickelte nämlich in seinem April-Scherz ein echtes Protonenpäckchen. Wer also schon immer mal mit einem nicht lizenzierten Nuklearbeschleuniger auf seinem Rücken durch die Gegend spazieren wollte, hat jetzt dazu die Gelegenheit. Weighing only 6.66 kilograms, the device is both water and slime resistant. Wargaming conquers the moon. Wargaming greift nach den Sternen, oder zumindest vorerst nur nach dem Mond. Mit World of Tanks Conquer the Moon veröffentlichten die russischen Entwickler einen Trailer im 80er-Jahre-Design, laut dem es für virtuelle Panzerfahrer bald möglich sein wird, auf dem Mond durch die Gegend zu ballern. Dabei können sie auf spezielle kugelförmige Panzer zurückgreifen, die auf die Mondschwerkraft angepasst wurden. Trotzdem müssen sie auf plötzlich auftretende Meteorschauer oder auch seltsame Anomalien Acht geben. Mysterious gravitational anomalies do quickly turn the tide of battle. I will finish what you started. Die Kollegen von IGN haben sich mit Netflix zusammengetan, um einen der glaubwürdigeren April-Scherze zu produzieren. Ein Trailer zu einer Star Wars Live-Action-Serie exklusiv auf Netflix. Die guten Cosplays und Lichtschwertkämpfe brachten uns zunächst sogar ins Grübeln, ob an der Sache wirklich was dran sein könnte. Spätestens mit dem Titel Fury of Maul und dem Erscheinungsdatum am 4. Mai war uns aber klar, dass das ein April-Scherz sein soll. Das waren unsere Favoriten der April-Scherze 2016. Es gab aber natürlich noch bei weitem mehr. Welcher war dieses Jahr euer Favorit? Gebt uns doch einfach Feedback.